Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht. In dem Punkt stimme ich euch zu, ja. Damit nehmt ihr eine schwere Last von meinen Schultern, Inquisitor. Die Welt ist voller Zweifel und Ungewissheit. Furcht regiert mehr Herzen als jedes Reich. Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Ihr weckt in vielen Leuten Neugier, Inquisitor. Und in einigen Besorgnis. Dazu besteht kein Grund. Ich möchte Orly helfen. Orly zu helfen kann vieles bedeuten, je nachdem, wen ihr fragt. Güte für die einen ist Grausamkeit für andere. Ihr könnt sie nicht alle retten. Einige sehen in euch ein Monster. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Ich vertraue nur der Inquisition. Hier bei Hofe kämpft jede Frau für sich. Das habe ich jedenfalls gehört. Im Winterpalast ist jeder auf sich gestellt. Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Gehören gefährliche Spiele in Orly nicht zum guten Ton? Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Andraste sei mit euch, Inquisitor. Beim Atem des Erbauers. Ihr habt mit der Großherzogin getanzt und ich habe euch nicht darauf vorbereitet. Geht es euch gut? Es war anstrengend. Ich brauche jetzt unbedingt etwas zu trinken. Ich glaube, ihr habt zu viel Zeit mit dem Großherzog verbracht. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gespards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selen zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie ermordet wird. Hört mir genau zu, Inquisitor. Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selen überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selen sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Liliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Ich kann das nicht entscheiden. Noch nicht. Das müsst ihr aber. Und selbst Untätigkeit ist eine Form der Entscheidung, Inquisitor. Ihr könntet im Ballsaal mit Selen sprechen. Doch sie wird nichts unternehmen. Nicht ohne Beweise. Sollte Gespard schuldig sein, wird er nichts zugeben. Sollte er unschuldig sein, weiß er auch nichts. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gespards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel. Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor.
vielleicht ein andermal. Fräulein Nachtigall. So viele modische Verbrechen. Ich habe etwas herausgefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Ja, das sieht diesen Höflingen ähnlich. Ihr kanntet doch meinen lieben RW, nicht wahr? Interessant. Sehen wir uns jetzt um ein bisschen in der Unterwäsche der Kaiserin zu wühlen? Wie betrunken seid ihr eigentlich genau? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Irgendwer? Danke. Geht es euch gut? Ich glaube, ich bin unverletzt. Es hieß, hier wäre niemand. Briella sagte, ich hätte ihr nicht trauen sollen. Falls ihr einen Grund habt, Briella zu misstrauen, will ich ihn hören. Ich kannte sie. Früher, als sie Selene's Gespielin war. Jetzt spielt sie die Revolutionärin. Aber ich erinnere mich, sie hat mit der Kaiserin das Lager geteilt, die unser Gesindeviertel zerstörte. Wenn das bekannt würde, hätte Briella ausgespielt. Nein, einige wissen von ihrer Vergangenheit mit der Kaiserin. Allerdings denken sie, dass Selene sie einfach nur als Dienerin bevorzugte. Wenn die Inquisition mich beschützt, erzähle ich euch alles, was ich über unsere Botschafterin weiß. Geht zum Ballsaal. Sucht Kommandant Cullen. Er wird auf euch aufpassen. Danke. Der Erbauer beschütze euch, Inquisitor.
Was ist hier passiert? Ihr verfluchten orleansianischen Arschlöcher! Wenn ich hier rauskomme, steche ich... Inquisitor, was für eine Freude. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Jemand wie ihr auf dem Maskenball. Ihr habt ausgesehen wie ein herausgeputzter Esel. Wirklich nett von euch, so bereitwillig in meine Falle zu tappen. Ich hatte eure Wichtigtuerei so satt. Korypheus möchte, dass die Kaiserin heute Nacht stirbt. Und ich würde ihn nur ungern enttäuschen. Wozu die Kaiserin töten? Was will Korypheus damit erreichen? Selens Tod ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer besseren Welt. Korypheus wird die schwarze Stadt betreten und die Göttlichkeit einfordern, die dort auf ihn wartet. Wir werden euren nutzlosen Erbauer stürzen und eine vereinte Welt unter der Führung eines fürsorglichen Gottes herbeiführen. Ihr gehört zum orlesianischen Adel. Warum helft ihr Korypheus, euer Reich anzugreifen? Ihr seid so ein Kleingeist, Inquisitor. Warum sollte ich mich mit einem Reich begnügen, wenn Korypheus die ganze Welt neu formen wird? Ich gebe zu, ich werde Gesparts dummes Gesicht genießen, wenn er erkennt, dass ich ihn übertölpelt habe. Er war schon immer ein schlechter Verlierer. Was genau springt für euch dabei heraus? Die Welt natürlich. Ich liefere Korypheus den gesamten Süden von Cedars und er rettet mich dafür. Und wenn er dann zum Gott aufgestiegen ist, werde ich in seinem Namen über Cedars herrschen. Das wäre nicht gut, Florian. Er muss sich daran gewöhnen, enttäuscht zu werden. Aber nicht heute, denke ich. Niemand würde sich auch nur in seinen dunkelsten Träumen vorstellen, dass ich Selene ermorden könnte. Ich muss euch nur lange genug vom Ballsaal fernhalten, um zuzuschlagen. Ein Jammer, dass ihr den Ball verpasst. Die Leute werden noch lange über ihn sprechen. Tötet sie. Bringt mir als Beweis die Hand mit dem Mal. Sie ist ein würdiges Geschenk für den Meister. Haltet eure Waffen bereit! Hier sind überall Fallen!